Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ein besonderer Stream. Ich habe einen echten 737-Piloten eingeladen, und zwar der junge Mann 737 NG World. Vielleicht hat der eine oder andere diesen Kanal schon abonniert. Und ich begrüße dich, Stefan. Hörst du mich? Ja, ich höre dich super, JK. Ja, willkommen auch nochmal von mir und schön, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Man muss vielleicht noch dazu sagen, du fliegst ja heute mit der Level Up 737 und Ja, vor allem genau. mit der 700er. Wenn man sich mal das Pressurization Panel anschaut, das ist das Ach, rechte Fläche. Overhead. Okay, ja. Ja, genau, da bist du gerade drauf und das sieht man schon, das hat nur die 700er und 600er. Jawohl, genau, richtig. Oh, stimmt, Genau, das die sind hat ganz man. andere Knöpfe, genau. Ah, du hast es jetzt so rum gemacht. Du hast auf Crossway zweimal geklickt. Ja, das wusste ich gar nicht, dass man das so schummeln kann. Perfekt, ja. Das ist der X-Plane-F-Pilot, Stefan. Das sind die geheimen Tricks hier. Und da gibt es wieder diese Boeing-Philosophie. Ich sag's nochmal: Ja. Alles, was Striche sind, muss nicht unbedingt ausgefüllt werden, Ach sondern das so. verbessert nur die Kalkulation. Und Oh. alles, was in viereckigen Blöcken ist, muss ausgefüllt werden. Sprich, ESA Deviation und Outside Air Temperature musst du nicht ausfüllen, aber kannst du. Okay. Du siehst bei dir auf deinem PFD ein Altitude Disagree. EFD. Also auf deinem Primary Flight Display. Das ist, weil du links beim Kapitän Ja. 1034 Hektopascal eingestellt hast und Ja. rechts beim FO nicht. Geh mal in dein Overhead, wir cheaten jetzt. Ja. Und wir können die Sachen einfach übertragen. Einfach mal nach links, both on left. Also im Fall nach links und dann wieder in die Mitte zurück. Und dann müsste der das rechts übernommen haben. Das ist ja cool. Dann sieht man aber auch Ja. mal, das sind jetzt die Feinheiten, die du weißt, und dann siehst du jetzt im Umkehrschluss, okay, der Flieger wurde gut programmiert, ne? Kann man ja so sagen, ne? Und was ist unser Call sein? Weißt du da was? Oder soll ich mir Ja, was das ausdenken? ist German Airlines. German Airlines. Germania 47. Ne, 6 Joule Kilo. Germania 6 Joule Kilo. Da hättest du jetzt nichts Schwieriges nehmen können. Ja, wegen 6 Joule Kilo. Ach so, okay. Ja, JK. okay, dann kann ich es mir wieder merken. Ach, hier, ne? Ja, genau. Und das ist der große Zeiger. Ist der Differenzdruck von der Kabine innen zu außen. Damit 2,8 PSI. Sprich, die Kabine steht unter Druck. Ich steig jetzt die Kabine, ne? Die Kabine steigt und die Innenhöhe der Kabine beträgt 2900 Fuß. Das ist der kleine Schwarzzeiger, der ist so wichtig. Ja. Und da ist ein Texturproblem bei der Level Up, dass der schwarz ist. Du Also er siehst muss das, wenn du weiß ein bisschen sein. packen musst. Der muss weiß sein, denn Ey, so das siehst ist du so den viel ja kaum. Feinheit, da würde ich nie drauf kommen, ey. Ja, nur den Autopiloten. Autothrottle kann drin bleiben. Ja. Genau. Und nochmal der. Genau. Und jetzt steuer doch mal so 20 Grad Bank nach links. Exakt 20 Grad. Das 15? 20. So, und jetzt, wenn du nicht rausschaust, in Nur hin. welche Richtung musst du jetzt steuern? Was bedeutet der Pfeil nach oben? Also, wenn du nach Platz. Zieh mal ein bisschen, dass du nicht so viel singst. Ja. Ich wollte damit nur sagen, das kleine Dreieck, was Das da nach hier. oben zeigt, Ja. das zeigt da an, wo das quasi das Lot ist, wo du hinsteuern musst, damit du wieder geradeaus fliegst. Das ist nach rechts. Aber das ist bei vielen russischen Modellen, ist das genau andersrum. Klar, das Blau ist immer noch gleich, aber die Referenz von dem Dreieck ist vertauscht. Und deswegen ist Das das ist Schluss. krass. Ich bin wieder da. Jo. Super, ich bin auch noch da. Ich habe mir inzwischen mal die Ach, hier ist sogar Star ein angeschaut. Kaffee. Ja, und der Fun Fact, würdest du Ja? ihn echt niemals ohne Deckel da sehen? Ach, wegen Elektronik, wa? Ja, genau. Ist auch verboten bei uns. Wahrscheinlich auch bei 90% aller Airlines. Weil wir Kategorie Ja, Charlie ja, sind, ja. das können wir schon mal eintragen beim Kapitän 1251, das ist schon mal Und da erledigt. ist es Barbo oder Barbo, ne? Das ist Barbo, richtig. Also die Entschuldigung. Klammer ist Barbo. Radio wird nur bei K2 oder K3 Genau, anführen. als wenn die nicht schlechter ist. Ja, in grob schon, ja. Also 1231? 51. Kann ich gar nicht, kann nur bis 900. Weil du auf Radio stehst, sehe ich das? Ach Ich kann es so, nicht genau okay, das erkennen. stimmt sogar, okay. Da hast du aber gut aufgepasst. Ja, Ich habe selber nicht ich. gecheckt, das war ein Spaß, ne? Degreasing, Broom, Few Clouds auf 0 Fuß, Broken 100. Ja, erzähl ruhig mehr dazu. Also die Und Hintergründe. Freezing Fog. Niemand würde jetzt in Non-Position Approach fliegen, außer wir. Zählt nicht als Non-Position, aber niemand würde in ANP Approach jetzt fliegen, wenn wir was anderes zur Verfügung hätten. Habe jetzt Flaps 1 gemacht, war das falsch? Ja. Aber kannst du lassen. Ist nicht falsch, ist bloß verschwendet nur ein bisschen Energie, aber ist nicht falsch. Ist ja nicht aus Spaß hier, fliegen wir den Go-Around. Richtig. Du drückst Toga, wenn du es kannst. Ach so. Dann halt wieder Heading. Ja, hast du Toga gedrückt? Das Ja, sehe ich nämlich jetzt also hier nämlich nicht. ich habe jetzt Fullspeed gegeben. Nee, das ist das nicht, sonst rauchen dir gleich deine Triebwerke ab. Okay. 15 Grad Pitch. Also ich finde, Wenn dass du die den. Trimmung auch schlecht ist irgendwie. Pass auf, wenn du. Kriegen wir schon. Wenn du es schaffst, den Toga-Knopf zu drücken, wäre super nice. Wenn nicht, ist kein Problem. Ist jetzt hier, ne? Genau. Ja, perfekt, jetzt haben wir was. Ja. So, jetzt folgst du schön den Flight Directors.
Bist aber safe, nicht zu viel korrigieren, bist super nice unterwegs. So einfach jetzt weiterfliegen und noch nicht flaren. Erst bei 50 Fuß mal kurz drüber nachdenken. Bei 30 Fuß dann langsam ziehen. Bei 20 Fuß das Gas halten, Gas raus und dann einfach die Attitude halten. Ja. Super nice. Hat ein bisschen gescheppert. Warum? Weil du ein bisschen unter der VREF dann warst, zu lange geflotet, aber super nice. Hast du gut gemacht. Danke, Stefan. Und AT News. Perfekt. Richtig gut gemacht. Wir sind unten.